Hallo Freunde, Chris Natte von SwissChief HD hier und heute mit der 5. Folge von meinem Road to Glory. Ja, heute spielen wir mal wieder Online Season, oder so besser gesagt wie letzte Woche Online Season. Pokal haben wir ja schon gewonnen, im Bronze-Pokal haben wir ja schon gewonnen. Und jetzt will ich noch aufsteigen in Liga 5. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mir dann ein neues Team zusammenstellen werde. Heute nehmen wir mal die Auswärtstrikots, weil ich ja beim letzten Mal beides Mal die Heimtrikots genommen habe, was nicht so gut war. Wir spielen hier gegen ein schwaches Team. Also das wird wahrscheinlich ein Sieg für uns werden. Bin ich mal gespannt, ob das ein Sieg wird für uns. Sobald ich aufgestiegen bin, werde ich das Team wechseln, dann werde ich mir ein Silber-Team zusammenbauen. Ein schönes Silber-Skiller-Team mit schönen vielen Skillers. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf das Team. Trundle! Jutuvil, Körperfinte, 1 Gute, 1 Ballrot, ein weiterer Ballrot, 1 Ballrot. Dann sollte ich hier ein Trackback vielleicht machen, 1 Roulette, 1 Gute, Rainbow, aber er fiel leider nicht aus. Ja, Freunde, nur so als Info. Ich war jetzt ja eine Woche im Militär, ich bin ziemlich kaputt, ehrlich gesagt. Und was auch irgendwo logisch ist, dass ich nicht mehr der Beste in FIFA bin, weil ich ja jetzt eine ganze Woche nicht mehr gespielt habe. Jetzt hier Trundle, versuchen wir mal einen Running Ball zu machen. Ja, hab ich schon nicht geschafft, aber einen Red schaffe ich noch knapp. Immerhin das. Jetzt hier wieder Trundle. Wird hier ganz klar umgehauen, wie man hier keinen Foul. Oh Long, wird hier auch umgehauen! Kann er ja so nicht angehen, diese. Wieso haben wir immer so Pech und kriegen nie ein Foul? Kann es ja nicht sein. Oh, jetzt Trundle, sehr schön gemacht. Jetzt kommt ein Running Rock Walker, den ich mal hier gekackt habe. Ein Roulette, 1 Punkte, ein Hit to Hit. Und jetzt schießt mal, Junge! Nein, Pfosten! So ein Pech! Jetzt spielen wir Sweaty, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Oh, jetzt. Was gibt es jetzt? Ein Elfmeter! Oh nein, da habe ich ja so schön Sweaty gespielt. Sogar mit Ankündigung. Egal, wir haben ja Trundle unseren Superschützen und der macht ihn mal wieder rein. Das ist unser Trouble. Sehr schön gemacht. 50. Minute 1:0. So muss das aussehen. Du schießt PS3. Ja, mit Frasse mal. Ja, hallo Freunde. Chris Natte von SwissChief HD hier. Und ja, jetzt gibt es ein Video, wo ich es nachkommentiere, meine Road to Glory, weil meine PS3 ist ja eingefroren, also wie ihr das gesehen habt, und ich habe es ja auch nochmal geschrieben, meine PS3 ist eingefroren, darum habe ich dieses Spiel verloren, das war noch mit meinem Bronze-Team. Danach habe ich mir ein Silber-Team zusammengestellt, also zuerst habe ich die Liga gewonnen, das sieht man hier auch nicht, das finde ich extrem scheiße, also ich habe danach 2 Spiele gewonnen. Bin natürlich Erster geworden, habe den Meistertitel geholt mit 12 Punkte. Danach habe ich mir ein Silberteam zusammengestellt, weil ich wollte zuerst 2 Spiele noch mit dem Bronze-Team spielen, damit ich den Aufstieg schaffe. Und dann wollte ich auf ein Silberteam wechseln, habe das auch gemacht, habe mir ein Silberteam zusammengebastelt. Wollte es in der 6. Folge vorstellen, aber mein Elgato hat nur den Ton aufgenommen. Ich weiß wirklich nicht, um Gottes Willen, wieso es nur den Ton aufgenommen hat, aber ich habe kein Bild. Das finde ich ziemlich scheiße und darum habe ich das Video gelöscht. Und in diesem Video habe ich eben das Silberteam vorgestellt. Das wäre die Folge 6 gewesen, also die nächste Folge. Und dort habe ich eben das Silberteam vorgestellt und das Achtel- und Viertelfinal vom Silberpokal gespielt. Ich habe beide Spiele gewonnen. Und ich will euch jetzt sagen, also ich werde die Folge neu machen, die Road to Glory. Also nicht die ganze Road to Glory, sondern die 6. Folge werde ich nochmal neu machen. Und zwar werde ich euch das Silberteam nochmal vorstellen, weil die Datei wurde ja gelöscht. Ihr habt es ja noch nicht gesehen bis jetzt. Und also da könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächste Folge, weil dann kommt mein Silberteam. Und das Silberteam ist wirklich, also ich finde es ziemlich geil, ehrlich gesagt. Es hat auch 4-5 Sterne Skiller hat es. Und das ist ziemlich geil, weil dann bin ich nicht mehr so abhängig auf ein Spiel wie beim Bronze-Team, wo ich nur auf Trundle die ganze Zeit gespielt habe oder fast nur die ganze Zeit.
Und in der nächsten Folge, also in der Road to Glory 6, werde ich das Halbfinale und das Finale bestreiten. Also schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, wieso bist du schon im Halbfinale. Eben wie schon gesagt, das Viertelfinale, und also Achtelfinale und Viertelfinale habe ich schon gespielt. Die Datei ging leider verloren, oder besser gesagt, das Bild ging verloren und ich hätte nur den Ton gehabt. Und das wäre ja auch blöde gewesen. Dann habe ich gedacht, ich lösche die Datei einfach und ihr seht dann in der Road to Glory Folge 6 seht ihr dann, dass wie ich im Halbfinale und im Finale spiele. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die gewinnen werde. Ich hoffe es zumindest, sagen wir es mal so. Und ich will noch kurz sagen, ich habe ja in dieser Folge ist ja meine PS3 eingefroren. Das wurde auch als Niederlage gewertet. Aber ich finde, das zählt nicht. Und ich habe bis jetzt eine Statistik von 10-0-1. Aber eben das 1 ist, weil meine PS3 eingefroren ist. Darum würde ich jetzt mal behaupten, dass ich einfach 10 Spiele gespielt habe und 0 unentschieden und 0 verloren. Ich hoffe, für euch ist das so in Ordnung. Ihr seht im Hintergrund noch das Gameplay, wo ich ein bisschen herumtrade mit Vertragskarten, weil ich ja noch nicht so viele Coins habe. Kann ich es noch nicht so gut mit den Spielern machen, aber das wird auch noch kommen. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Am Freitag kommt On Me and Loose Trying wieder ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!